Aus der sozialen Marktwirtschaft ist eine ökosozialistische Kommandowirtschaft geworden, die von dem CDU-Mitglied von der Leyen in Brüssel maßgeblich mit beeinflusst wird. Die Beschädigung des Rechtsstaates und der Demokratie, die Ausgrenzung von politisch Andersdenkenden, die Verfolgung von innerparteilichen Gegnern ist aus meiner Sicht eine ebenso schwere Beschädigung der Werte der CDU und der CSU.